So, da sind wir wieder nach einem sehr, sehr kurzen Cut. Bei Let's Play Medieval 2 Total War. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Und zwar habe ich mir bei Fraps.com, weil ich ja sozusagen den Premium-Account besitze, dank dem lieben Stevie Boy, kann ich mir ja da immer wieder die neueste Fraps-Version holen. Und da meine alte Version, mit der ich vorher aufgenommen habe, ein bisschen älter war, gab es dieses Kontrollkästchen noch nicht, wo drin steht, dass man halt nach all 4 GB einen Cut macht, aber dass Fraps da automatisch einen Cut macht. So, das Kontrollkästchen gab es eben vorher nicht, das habe ich jetzt entdeckt und aktiviert. Was bedeutet, ich muss nicht alle 15 Minuten kurz F9 und nochmal F9 drücken, sondern kann jetzt ganz entspannt wieder weiter aufnehmen. Und hoffe, ihr habt wieder viel Spaß. Ah ja, genau, ich sehe gerade, wenn ich eine Stadt aufrufe, die Siedlungsdetails, die müssen immer mit eingeblendet werden, sonst geht es hier mal gar nicht. So, bei Mailand ist relativ viel Aufruhr, aus welchen Gründen noch immer. Befehle, Herr. Was meine ich eigentlich mit dem hier unten bei Rom? Soll ich den jetzt raufschicken nach... Oder soll ich den Sizilien angreifen lassen? Mit den Sizilianern stehen wir eh nicht gut und ich glaube, Folgen hätte das keine. Die haben eh keine Verbündeten, die haben nur Feinde. Das heißt, wir würden der ganzen Welt den Gefallen tun, wenn wir Sizilien angreifen. Na Leute, dann wisst ihr was. Erklären wir auch ausnahmsweise mal jemanden den Krieg. Marschiere stolzen Herzens in die Schlacht, Herr! Ja, umzingle und belagere diese Siedlung. Ja, Krieg zwischen Schottland und Sizilien. So, wie wir jetzt hier in Iberien, beziehungsweise auf den spanischen Inseln hier weiterverfahren, weiß ich noch nicht genau. Da muss ich mir noch was überlegen. Auf jeden Fall brauche ich hier unten mehr Generäle. Und die schicke ich jetzt auch runter. Marschiert! Diese nächste Heute Runde gehen da. Wir nicht weiter, mein Herr. Ja, es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ist irgendeiner von denen sehr gut? Der Iron von Refreshire ist ganz gut. Wie ihr wollt, mein König. Ich glaube, der ist auch erst Sweet 16. Denk mal, den werde ich als Heerführer für meine Armee, die in Pamplona stationiert ist, losschicken. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Der Duncan Magellan, der ist ja unser Hauptanführer hier für unseren Spanienfeldzug. Und gegen Dänemark, glaube ich, dürfen wir gerade nicht vorgehen, ne? Genau. 6 Runden, das heißt, wir können unsere Armee schon mal vor Oslo sammeln. Ich denke mal, mehr haben die Dänen auch nicht, oder? Hier Russen rumlaufen, gefällt mir eigentlich auch nicht so wirklich, aber was willst du machen, ne? Warum rekrutiere ich hier eigentlich so verdammt viel? Ach, das ist Fortbildung. Na gut, das geht ja. Ja, ich brauche auf jeden Fall wieder ein Schiff hier. Wo ist denn eigentlich meine Flotte? Und warum zum Teufel sind die jetzt in Brügge so am Arsch? Denn die geraucht, hä? Wo ist denn meine Flotte? Ist die versenkt worden oder was? Jetzt blöd? Ah ne, die sitzt glaube ich hier oben bei Ding. Genau, hier ist sie. Seid gegrüßt, edler Verbündeter. Wohin geht es? Segel setzen! Bauen die Flotte mal hier Werf unten. Den Anker. Wir segeln morgen weiter. So, eine Runde beenden. So. Seid gegrüßt. Unsere Völker haben etwas zu bereden. So, was ist denn das? Die Venezier wollen mir eiskalt erzählen. Sie möchten 180 Gulden oder sie greifen mich an. Die drohen mir. Die Würmer drohen mir. Könnt ihr das glauben? Das lehne ich natürlich ohne Umschweife ab. Damit endet wohl unser Treffen. Ja. Sollen sie mich angreifen? Stellen wir doch ihren Kampfgeist auf die Probe, oder Leute? Beendet die Feindschaft gegen Spanien. Na, schade aber auch. Ein Attentat auf Prinz Pablo. Wer ist denn das? Ah, das ist jetzt ganz schlecht, dass ich die Mission bekommen habe. Wenn mein Attentäter nämlich erwischt wird, ist es ein bisschen blöd.
So. Damit soll es jetzt eigentlich in Brügge wieder entspannter sein. Oh, wunderschön. Was? Was habe ich denn jetzt getan? Irgendwie so das Gefühl, dass wir demnächst gegen das Heilige Römische Reich marschieren müssen. Na, jetzt nehmen wir erstmal Neapel ein. Befehle, Herr. Rücke vor, mein König. Das kümmert vor allem niemand, weil die ja exkommuniziert sind. Unser Volk war siegreich. Für unseren König. Wir haben die Oberhand. Dieses Volk erkennt euch nun auch als König an. Grauenhaft, ja, mein Gott. Oh, Neapel ist auf jeden Fall ein guter Gewinn. Sizilien sollte uns auch noch gehören. Dann besitzen wir den Großteil von Italien schon mal, bis auf Rom natürlich. Also, wenn mich Venedig angreift, dann könnte das ein bisschen schmerzhaft werden unter Umständen. Ich glaube, ich werde jetzt mal in meine Armee... Wird hier noch was fortgebildet? Nö. Mein König! Abrücken! Die schicke ich jetzt mal nach Mailand zurück. Die muss ich ja fortbilden jetzt hier. So. Genua wird gerade nichts gebaut. Sonst noch irgendwas... Ballistentümpf im Falle eines Angriffs. Ich muss hier überall mich mit... Oh, die sind hier immer noch rot. Oh, Leute. Ist der Ferrasack von Selkirk Shire wirklich... Ja, mein ist kein guter Statthalter oder was? Königliche Bande, lieblose Gemahlin, teurer Geschmack, strenger Richter. Was bringt das? Plus 1 Unruhe hat negative Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung. Map. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Tja, lieber Ferdak. Hä? Warum wird diese Siedlung jetzt automatisch verwaltet? Kulturelle Baupolitik. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ja, das ließ sich doch irgendwo ausmachen. Das geht mir auf den Sack. Oh, ich habe irgendwie so das Gefühl, unser Papst wird bald den Sanctus machen. Es taugt mir jetzt nicht. Warum wird das jetzt zum Teufel noch eins? Das ist okay. Immer automatisch bauen und rekrutieren ist doch aus. Warum wird diese Siedlung jetzt automatisch verwaltet? Ich will gar... Alter, ernsthaft? Es nervt. Es ist mir eine Ehre, mein König. So, raus damit. Ja, mein König. Hey, warum wird die jetzt automatisch verwaltet? Ist das die einzige, oder was? Da werden das jetzt alle, wo kein Statthalter drin ist. Irgendwie die einzige. Ne, hier ist auch automatische Verwaltung. Was soll denn so ein Rotz jetzt? Moah, ey. Leute. Ernsthaft? Ich muss nochmal einen Cut machen. Okay, also irgendwie musste ich jetzt hier... das Häkchen reinmachen bei immer automatisch bauen und verwalten, damit der nicht mehr automatisch baut und verwaltet. Also irgendwie ist das so ein Scheiß, echt. Irgendwie glaube ich, der Virus hat noch Schäden hinterlassen. Gut, gegen die Spanier dürfen wir jetzt gerade nicht vorgehen. Mein König. Wie ihr wollt, mein König. Prinz Benedikt, der Verrückte. Na, herrlich. Natürlich. Ja, eure Befehle? Natürlich. Ja. Abrücken. Ja, mein König. Bilde eine große und edle Armee, mein König. Natürlich. Ja. So, dann kriegt ihr eine eigene Befestigung. Befehle, Herr.
So, da haben wir anscheinend gerade einen guten Statthalter erwischt. So, wo wird denn jetzt überall nicht gebaut? In Bären, aber ich glaube, da können wir gerade nicht bauen, da können wir nur fortbilden. Okay, okay. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Gut. Gegen die Dänen dürfen wir auch noch nicht vorgehen. Ja, wie ihr wünscht, Kapitän. Hier bilden wir mal unsere Flotte fort, würde ich sagen. In Hamburg. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Und den Ferdak von Selkirk Shire. Boah, was machen wir mit dem? Der kriegt auch eine eigene Befestigung. Wir marschieren, mein König. Ja, mein König. Kohle zum Scheißen haben wir ja jetzt. Würde ich einfach mal ganz entspannt sagen. Runde Ben. So, mal sehen, ob irgendjemand Dummheiten macht oder uns angreifen will. Ah, Spanien wurde exkommuniziert, ausgezeichnet. Das ist aber schlecht. So, wie gut stehen unsere Chancen? Unsere Chancen stehen eigentlich gut. Schauen wir mal, ob wir doch wieder den Heiligen Stuhl erklimmen können. Mit dem Edmund Marketain. Und wir sind schon wieder Papst, Leute! Ja, ich glaube, diese Sequenz habt ihr jetzt oft genug gesehen. Ja, da haben alle für mich gestimmt. Natürlich bis auf die Spanier und die Dänen. Tja. So, wir haben wieder ein fettes Plus gemacht. Marseille wächst. Können wir also zur Metropole aufrüsten. Also wie gesagt, weiterhin schaut, dass eure Städte auch ja zu wirtschaftlicher Stärke heranwachsen. Antwerpen hat nun eine riesige Steinmauer erhalten. Da müssen wir dringend was gegen den Dreck hier tun. Da baut ihr am besten einen Bürgermeisterpalast und eine Kathedrale. Das sind so die beiden, die für öffentliche Gesundheit und so weiter und so fort sorgen. So. Hafenviertel. Ich glaube, ich ziehe das Hafenviertel mal vor. Den Schmutz kann man danach immer noch bekämpfen. Dann das. Wir müssen weiter auf Wirtschaft gehen. Zack. Und öffentliche Ordnung sollte natürlich auch nicht drunter leiden. In Brügge habe ich aus irgendwelchen Gründen verdammt viel Aufruhr. So, Neapel. Ist die Steinmauer wieder rekrutiert. Seite wieder versöhnt, Spanien. Toll. Ging aber schnell. Aber wir können jetzt eigentlich gegen die vorgehen, oder? Wir sind ja jetzt... Unsere Mission ist ja erstmal abgelaufen. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Soweit ich das jetzt richtig... Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Ja, Spanien ist für den Arsch, aber... Haben wir Ägypten als Verbündete? Na gut. Nehme ich jetzt einfach mal so hin. Was wollte ich denn jetzt schauen? Ach ja, genau. Missionen... Beendet die Feindschaft Dänemark. Jetzt können wir den Prinz Pablo eigentlich wieder ermorden, aber irgendwie... Wo sind eigentlich meine ganzen Attentäter? Ich habe doch irgendwo noch welche rumgammeln. Wessen Zeit ist abgelaufen? Ach, der von den Venetiern ist ja schlecht. Bastard. Nicht auf der Brücke sterben. So. Dieses Messer bekommt jemand. Tja, feindliche Attentäter, die schlecht sind, fallen nun mal meinem Attentäter zum Opfer. Mein König! Männer, marschiert! So, Mailand ist wieder besetzt, nur für den Fall der Fälle. In Bern wird auch weiterhin schön brav fortgebildet, hoffe ich. Jawohl, ja. Unsere Neapel-Armee können wir jetzt eigentlich mal weiterziehen. Ich wüsste halt nur mal ganz gerne, wer hier sitzt. Das können wir eigentlich mit der Armee, die in Bern sitzt, rausfinden. Hier haben wir eh einen Haufen Generäle, also irgendjemanden werden wir schon entsenden können. Würde ich mal sagen, dann rekrutieren wir hier doch mal... Naja, diese Runde brauchen wir jetzt noch nicht rekrutieren. Erstmal müssen die alle fortgebildet werden. In Paris wird nichts gebaut! Das geht ja mal gar nicht. Ballistentürme. Paris ist... wird bald zur Metropole. Ich hab mir hier unten auf eine Metropole gehofft. Frankfurt ist schon eine, ne? Nee. Oder?
Ach, Frankfurt ist schon eine. Ja, dann machen wir das hier. Bauen noch gleich mal so ein Alchemielabor. Hier können wir jetzt wieder ein bisschen mehr Steuern verlangen. Wo wir eh schon wirklich sehr, sehr gute Einnahmen machen, muss ich sagen. Gegen die Armee.